Hallöche, da bin ich auch schon wieder in der Molkerei. Jetzt ziehen wir ein paar Zitzen. Nee, wir waren unterwegs. Kenny sagt, hier drinnen hat er irgendwas gehört. Irgendwas Seltsames. Und wir suchen jetzt irgendeinen Schraubenzieher oder irgendwas, womit wir die Schrauben lösen können. Um unbemerkt da mehr oder weniger reinzusehen. Feeding trough. Ja, das ist immer wieder sehr ermunternd. Lass mich raten, noch ein Futtertrog. Just some fence posts. Aha. Die Kameraeinstellung ist jetzt vielleicht nicht gerade die beste, die es gibt, aber ist hier irgendwas drin? Nee. Gibt's hier noch irgendwas? Das ist jetzt ein bisschen blöde, denn ich hab keine Ahnung, wie wir das aufkriegen sollen. Weiß Kenny noch irgendwas? You probably just need a screwdriver or something. Ah! Danke. Ich, ja. Du verdammter Vollidiot. Wir haben ja sowas gesehen auch noch nicht. Ich meine, mit der Axt würde es gehen, aber das macht... wäre doch etwas zu laut. Ich könnte zwar die Schrauben auch mit der Schneid runterdrehen, aber das würde ja wieder ewig lange dauern. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ich glaube zwar nicht, aber bitte. Das ist wieder der Heuballen. Da kommt dann wieder das komische Kind daher. Ist das... Jetzt fällt es mir überhaupt erst auf. Ist das Blut, das da unten rausläuft? Ist da überhaupt nichts drin? Empty. Zurück. Da unter der Tür rinnt doch Blut raus, oder? Das ist doch Blut. Okay. Ich will jetzt hier nicht so rangehen, ohne dass ich irgendwas habe. Ich muss da irgendwie zuerst irgendwas finden. Schauen wir mal raus. Ob wir hier irgendwas noch finden. So, how does a woman like yourself run this whole place? Oh, I manage just fine. Plus, I have my boys to help out. I couldn't do it without them. Oh, eine Liebesgeschichte. Bahnt sich da an. Jetzt schauen wir mal hier noch ein bisschen rum. Vielleicht liegt irgendwo hier auf der Farm... Looks like a feeding station for the cow. Ach Gott, danke. Irgendwo hier auf dieser verdammten Farm muss doch Werkzeug rumliegen. Irgendwo müssen wir da schon irgendwas finden. Können wir dir mal reden? What's going on, Lee? Did something happen? There may be something going on with that barn. I'm telling you, Lee, the longer we stay here, the more trouble we're getting ourselves into. And what exactly do you think I'm supposed to do about it? If you want to go in there and start rooting through other people's shit, then get to it. But if it's up to me, we should just take our food and go. What were you and Kenny arguing about when I came back from the camp? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. How do you feel about leaving the motor in? I don't know. If we'd just stayed where we were, then Mark wouldn't have ended up with an arrow in his shoulder. It's been 3 months. Your dad still treats me like I'm some kind of asshole. Yeah, well, don't expect that to change. That's just how he is. Does he treat you like that too? Look, my dad can be an ass sometimes, I know that. But he's not a bad guy. He's got a lot of pain. He's been through so much and lost pretty much everything. And it's hardened him, you know? Yeah, he's bitter and hateful, but that's all just to protect himself. And me. All he's got left in the world is me.
and that goes both ways. So yeah, he's probably gonna keep treating you like crap, but that's just because he still has one thing left to care about. So don't judge him. And don't judge me for sticking by him. He's my dad. And I love him. Ja, das ist mir jetzt... After what Kenny told me, I'm starting to think they may be trying to hide something. You two are just asking for trouble. But if you insist on wandering around, I'd be careful, Lee. I'm gonna go check things out. Watch yourself, Lee. Alles klärchen. Ja, das mit dem Vater geht mir natürlich auch tierisch auf den Sack. Jetzt will ich aber erstmal wissen, was hier auf der Farm wirklich los ist, weil ich habe schon echt, seit wir diesen Typen schon begegnet sind, ein Scheißgefühl. Die sind einfach zu freundlich. Wenn ich Tyson. Nein, Tyson, ein Werkzeugkasten. Wenn ich mich täusche, tut es mir unendlich leid, und wenn ich das jetzt verkacke und wir alle von der Farm fliegen, weil ich da einen Fehler gemacht habe, ist das natürlich scheiße. Aber... It's a small toolbox. Ja, dann... Da ist ein Leatherman, den können wir doch benutzen. Just gonna borrow this for a second. Also nicht der Leatherman von den Amis, der die Talkshow hat, sondern... Schauen wir mal, ob wir damit jetzt das aufkriegen. Ich habe jetzt Angst, dass ich das jetzt verkacke. Aber normalerweise müsste es mit denen, der hat doch einen Schraubenzieher auch drin. Schön unauffällig! Kann ich mit ihm nochmal reden? Ah. I picked up something I think could help with the lock. Alright, good to hear. Ja, das ist gut zu wissen. Würdest du ihn vielleicht ein bisschen ablenken? Hey guys, seriously, don't fuck around with that. Come on, enough already. Kenny könnte sich auch mal irgendwie benützlich machen. Any thoughts on how to distract Andy? I don't know, man. Just look for something outside of the barn. We need him out of here. Ja, wieso machst du das nicht? Du beschissener, verdammter, kleiner... Ich zünd gleich den ganzen Stall hier an. Meine Fresse. Wie gesagt, größtenteils geht mir Kenny einfach tierisch auf den Sack. Lots of hay. Enough of these might work as adequate cover from arrows, if that becomes a problem. Jo. Das ist wohl richtig, da geht's nicht mehr weiter. Was mache ich jetzt? Kann ich hier irgendwo? Was ist denn hier? Ist das da hinten? Geht der jetzt eh nicht gegen den Zaun? Having a crop like that on hand must be great. We're gonna need to learn how to maintain it if we end up staying here. Ja. Wäre schön, zuerst mal zu sehen, ob hier alles mit rechten Dingen zugeht und dann erst darauf zu spekulieren, ob hier alles so wunderschön ist oder wo man hier bleibt. Blabla, was haben wir hier? Kann ich nicht irgendwas anzünden? Das wäre... Gas keeps the generators going and the generators keep the fence going. Aha. Vielen Dank. Soll ich den ausschalten? Jo, jetzt schnell weg. Damn, this thing is the worst piece of shit. Something's always tripping the breaker. Soll ich es nochmal machen? Ich meine, ich hätte ja jetzt ihn in ein Gespräch verwickeln können und Kenny hätte drin das Schloss abschrauben können. Aber hey, es ist nur so meine Idee. Na, dann spielen wir mal das Geduldsspiel. Again? Ich kann das den ganzen Tag machen.
Ich weiß nicht, was könnten wir da sonst noch machen? Kann man hier sonst noch... Ah, hier könnte man noch etwas runterschrauben. Da könnte ich die Sicherung jetzt sicher rausnehmen, oder? There you go. There, that should do it. Danny, where do you find this piece of shit? Oh, fucking thing threw a belt. Damn it, dog. Ah, oh, son of a fuck. Oh, this take forever. Es erinnert mich so ein bisschen, er hatte mich jetzt gerade an Trevor von GTA 5 rennen. Son of a fuck. I have a difficult childhood. Ja, dann würde ich sagen, das dürfte jetzt hoffentlich reichen, wenn wir Pech haben. Kommt uns drauf, so wie ich The Walking Dead kenne, wird er wahrscheinlich plötzlich hinter uns stehen, aber... Okay. Ja, beeil ich ein bisschen, ich habe ein scheiß Gefühl bei der Sache. Essen gehen. Mom, Dad, dinner time! It's dinner time! It's okay, dinner time! Let's get that. Dad! Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off! Ja, toll. Und ich bin wieder der einzige Arsch, der hier... Ach, verdammt. Das ist ein guter Schrauben. Na, toll. Der hat eine ganz schöne Umdrehung drauf, der Lee. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Fuck me. Boy, didn't you hear the bell? Dinner time. Was habe ich jetzt gedrückt? Scheiße. Ich habe mich verdrückt. You know, you're a strange guy, Lee. Ich habe mich jetzt verdrückt. Well, anyway, we best get going. I'll fix this door later. Ich hab... Ach, scheiße, ich hab mich jetzt verdrückt. Oh, Brenda, you are an angel. Excuse me, miss. We had to block the back door after Walker got upstairs. Don't worry. That was a while ago, and I ain't been back inside since. Everybody sit down. Now go get the meal. Oh, this is a delight. I could eat a horse. Where's Mark? Now, don't you worry about him. I've already brought some food up. Scheiße, ich hab mich jetzt verdrückt. Fuck it. I wash my hands first. Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around in the dirt all day. Scheiße, ich habe mich jetzt verdrückt. Da mit dem Raum stimmt doch überhaupt irgendwas nicht. Und er hat irgendwas gesagt. Ich gehe da jetzt rauf. Mir ist das jetzt scheißegal. Oh, geh doch ein bisschen schneller. Aufzugsmusik. Bleib nicht stehen, du. Geh rauf. Oh Gott, ich hab schon wieder so Herzrasen. Das ist echt eines der wenigen Spiele. Das hatte ich in DayZ noch. Wenn man das erste Mal auf Menschen trifft. Hä? Musty as hell. I guess someone needed some first aid recently. Ja, das wird wohl Mark gewesen. Candles. Smart. Ja. What do they need so much morphine for? Ugh, what is this stuff? Looks like a bunch of medical waste in here. IV tubes, saline. What would dairy farmers need with this kind of stuff? Huh, where's that cord going? Oh Gott.
the hell? Ich hab's gesagt, dass mit dem ganzen Wix-Scheiß hier irgendwas nicht stimmt. Was kann ich jetzt hier machen? Kann ich das wegschieben oder irgendwo muss es da doch... Da ist was dahinter. Scheiße, ich hab echt Herzrasen jetzt gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mark? Ach du Scha! Fuck it! What the fuck? What the hell happened? Brothers. What the hell happened to your legs, man? Don't eat. Oh, heilige Shitfuck! Holy shit fuck! Holy shit fuck! Solche. Holy shit fuck! Holy shit fuck! Holy shit fuck! Holy shit, nix essen! Don't eat that! What? Lee, Jesus, man! Did you find something? Oh, ich hab jetzt gerade echt. Ich hab jetzt echt Herzrasen gerade. Yeah, Lee, what's gotten into you? Doc, you just had a start. They could use some goddamn manners. You're eating human meat. That's crazy. What the hell? Ridiculous. I'm scaring the kids, Lee. Lee, what the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily. There's always something with this guy. Yeah? Mom, I was eating that. Go upstairs and look. You'll find a guy with both of his legs hacked off. This is a dairy, not a ranch. Think about it. It's true. Everything could have turned out okay for you folks. Holy. You would have died anyway. Shit. Think about living. Fuck. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. Das Telefon läutet ja. To continue to rot till they eat some more. We think we can put that meat to better use. You're all sick. Sick in the head. Lee, that's not a very nice thing to imply. Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways, one way or another. Ist noch weiter. Like y'all. Lily, grab a knife! Nobody's going anywhere. Ja, das war vielleicht nicht so eine kluge Entscheidung jetzt gerade. We got lots of use for y'all right here. What the fuck? The fucking black. Put your guns down. We're walking out of here. You're going near my fucking family. I don't want to die. Mommy, what did I eat? Everyone, everything will be okay. Lee? ich weiß nicht, was ich machen soll. Du verdammter Drecksack! Let go of her, you son of a bitch! Kommt jetzt die halbe Portion runter, oder wie? Oh Gott. Oh Gott. Is... Someone? Oh fuck me. Ich hab jetzt gerade eiskalte Schweißhände. You can't keep us in here. Open up. I will tear you fuckers apart with my bare hands. We gotta find another way out of here. Ja, das ist vielleicht. Fucking bastards. Open this door, goddammit. I will knock the goddamn door down. It was a person. They tried to make us eat a person. But you didn't. Ist gerade auch ein bisschen schlecht. The rest of us did, goddammit! If you hadn't dragged your feet! Come on, Dad. Now's not the time. You okay, Clementine?
They didn't hurt you, did they? Mm-mm. Open up! Lee, those psychos have my family, and we're stuck in a damn meat locker! We gotta get the fuck out of here! This goddamn thumbsucker was the one who brought us here! Will you all just shut the fuck up? I'm scared. Don't be. It's gonna be okay. I'm gonna find us a way out of here. You're worse than the walkers! Als erstes, ich mache jetzt eine Pause. Als zweites... What the fuck? Also, Hasen! Ich hätte jetzt mit allem gerechnet, dass sie einfach nur irgendwie Killer sind oder dass sie da Gefangene halten oder Sklaven oder was ist der Teufel. Aber, dass sie ihm die Beine abgeschnitten haben, um sie zu... Also, ich habe jetzt immer noch Gänsehaut und kackschweiße Hände. Schweiße, kalt und nass kalte Hände. Das ist wahr. Also mit dem habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ja, ich brauche jetzt mal eine Pause. Ich will gar nicht wissen, was da jetzt noch alles passiert. Meine Fresse. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. ciao. Ach du heilige grüne Scheißfresse.